MDR Figaro, heute Abend live aus Leipzig vom DOC-Filmfestival oder vom Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Beides gehört ja zusammen hier in Leipzig, die 58. Ausgabe. Hunderte Filme sind zu sehen aus 62 Ländern und wir haben gerade gesprochen mit Grit Lemke, der Programmchefin, die jetzt wieder entfleucht ist hier im Publikum kurz vor der Premiere eines Filmes, der uns auf Lampedusa führt. Der Regisseur Jakob Rossmann ist bei mir. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Gleich die internationale Premiere in einer Stunde. Diese letzte Fassung eigentlich, die dann bei Premieren gezeigt wird, haben Sie die komplett, haben Sie da jede Szene im Kopf? Ja, mittlerweile. 4 Jahre arbeite ich an dem Projekt mit meinem Team. Dann kennt man den Film vorwärts und rückwärts auswendig, ja. Fast schon zu viel, oder? Man muss sich fast ein bisschen erholen davon, von dieser Arbeit? Es ist eine sehr intensive Arbeit und auch das Sprechen über den Film kostet Kraft, aber ist auch sehr schön. In den Begegnungen mit dem Publikum kommt viel zurück. Das habe ich auch in Locarno gesehen. Allerdings wird der Film für mich immer ein anderer sein, als für jemanden, der ihn zum ersten Mal sehen darf. Ja, vor allem, Sie waren ja vor Ort. Sie hatten ja nicht nur das Auge der Kamera, sondern Ihre eigenen Augen, um dort zu sehen, was man heute Abend sehen wird. Nämlich, klar, Lampedusa, diese kleine Insel, 100 Kilometer vor Tunesien, der Flüchtlingsort der letzten Jahre, also in den letzten Monaten so ein bisschen aus den Schlagzeilen wieder rausgekommen, weil es so viele Flüchtlinge gibt, die auch über die Balkanroute gekommen sind, über das Festland gekommen sind, andere Wege finden. Es wurden einfach immer mehr. Aber Lampedusa war eben damals vor 2, 3 Jahren sehr stark in den Schlagzeilen mit Hunderten von Toten, aber auch Hunderte, die es geschafft haben. Und Sie waren im Winter dort. Und der Film heißt ja auch Lampedusa im Winter. Warum betonen Sie den Winter so? Ja, Lampedusa ist mit Sicherheit der am meisten von Flucht und Migration betroffene Ort der Welt. Über 20 Jahre finden diese Ankünfte dort statt, diese Rettungen, auch diese Katastrophen. Und in unseren Medien tauchen dann immer wieder ein paar Spitzen der Eisberge auf, spektakuläre Bilder, die dann für ein paar Wochen über unsere Schirme flimmern. Und das sind immer wieder die gleichen Bilder. Diese Bilder werden im Sommer gedreht, wenn die Situation sich drastisch zuspitzt. Und dann wird aber auch Lampedusa ganz oft wieder vergessen. Und für dieses Vergessen, das auch immer sich ausdehnt, steht der Winter auch. Und die Abgeschiedenheit einer Insel verschärft sich im Winter noch einmal so sehr. Das Ausbleiben der Touristen und das schafft eine Situation, wo die Insel Raum hat, sich mit sich selbst auch zu befassen. Und das war mir wichtig, da abseits der immer gleichen Fernsehbilder, die uns eine Invasion suggerieren sollen oder vielleicht auch unabsichtlich eine Invasion suggerieren, an den Ort zu gehen und zu sehen, was ist dort für ein Leben. Vor allem, was aufgefallen ist, ich konnte den Film schon kurz vorher sehen, was aufgefallen ist, dass die Bewohner von Lampedusa eigentlich die Protagonisten sind und nicht die Flüchtlinge etwa. Ne? Also die Flüchtlinge kommen natürlich auch vor, Flüchtlinge, die aus Afrika kommen, dort warten, zum Teil streiken, weil sie nicht weiterreisen dürfen in den Norden Europas. Aber sehr viele Szenen handeln davon, wie die Bewohner versuchen, mit ihrer eigenen Insel zurechtzukommen und mit den Problemen, die es dort gibt, die wirtschaftlichen Probleme, die Infrastrukturprobleme. Dann fällt eine Fähre aus, dann wird die ersetzt mit einer älteren, dann wird gestreikt, die Fischer streiken. Es gibt sogar Probleme mit der Lebensmittelversorgung. Was aber auffällt, ist, dass es keinen Streit darüber gibt, ob die Flüchtlinge eventuell schuld daran wären. Das haben Sie sehr schön beschrieben. Das hat auch mich als Mitteleuropäer fast ein bisschen überrascht. Und dann hat es mich auch ein bisschen beschämt gemacht, dass mich das überrascht. Weil als Österreicher erwartet man ja fast so etwas wie eine rassistische Reaktion auf Flüchtlinge. Allerdings ist Lampedusa so stark betroffen, und über das Leben der Lampedusani spricht selten jemand. Und alle unterstellen erstmal, Flüchtlinge, die ankommen, seien ein Problem für Europäerinnen und Europäer. Und wenn man dann hingeht, sich mit diesen Menschen befasst und mit ihrem Leben befasst, dann entdeckt man, das Problem kommt gar nicht von außen. Das kommt gar nicht mit den Flüchtlingen auf die Insel. Das Problem kommt aus dem Zentrum Europas, wo Entscheidungen getroffen werden, die ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse von Individuen
da die Lebensrealität aus dem Gleichgewicht bringen und sogar gefährden. Die Entscheidung über die Fähre, die Entscheidung darüber, wann ein Flüchtling weiterreisen darf, das sind ja Entscheidungen über Einzelschicksale, die großes Leid mit sich bringen. Und das ist für Lampedusa, und ich traue mich manchmal weiterzudenken, und für Europa tatsächlich die eigentliche Gefahrenquelle. Wenn man aber da nicht hinschaut und immer nur die gleichen Bilder wie durch einen Tunnelblick auf die ankommenden Menschen richtet, könnte man tatsächlich glauben, wir würden überrannt. Es ist beeindruckend auch zu sehen, wie die Bürgermeisterin dort sich in einer Szene geradezu entschuldigt bei den Flüchtlingen für die europäische Asylpolitik. Also offenbar ist man in Lampedusa sogar politisch gegen das, was vielleicht in Brüssel besprochen wird. Das ist man definitiv, weil man die wirklich katastrophalen Auswirkungen davon unmittelbar sieht. Viele Menschen auf Lampedusa gehen so weit zu sagen, jemand, der hier ertrinkt, hätte definitiv nicht ertrinken müssen. Es gibt so viele andere Wege über das Meer als ein klappriges, löchriges Holzboot, das diese Menschen besteigen müssen, weil ihnen gar kein anderer Weg offen steht, um ihr Menschenrecht, das Recht auf Asyl zu bitten. Das sehen die Lampedusani, und daraus kommt auch eine große Wut und eine große Verzweiflung, weil sie können kaum etwas dagegen tun, außer die Überlebenden irgendwie mit dem Nötigsten zu versorgen, wenn sie das Bedürfnis haben. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, Ihr Blick in diesem Film ist sehr distanziert. Es gibt, glaube ich, kaum ein Direktinterview, sondern Sie beobachten eigentlich nur. War das von vornherein klar, dass das so laufen würde, oder ergab sich das einfach in der Situation vor Ort? Es war mir sehr wichtig, da Lampedusa ein sehr stark medial fokussierter Ort ist und viele Lampedusani auch immer wieder die gleichen Fragen beantworten müssen. Es sind immer die gleichen drei Fragen und immer die gleichen vier Antworten. Waren auch einige genervte Lampedusani dabei an dem Film? Sicherlich. Ich wollte darüber hinausgehen. Ich wollte sehen, wie sich im Alltag dieses Leben entfaltet und in die Begleitung gehen. Ich glaube nicht, dass das distanziert ist. Ich glaube, das ist sogar in Wirklichkeit viel näher, weil es diesen Filter der reflektierten Sprache wegnimmt. Ich begleite Menschen in ihre Konflikte, in ihr Leben, und so wird hoffentlich etwas erfahrbar für uns als Publikum. Sie sind ja nicht nur ein Dokumentarfilmmacher, sondern offenbar auch ein sehr engagierter Mensch. Also erstens sieht man das im Abspann, wo dann sehr nüchtern steht Dedicated to Europe, also der Film ist gewidmet Europa. Dann wird auch dringend eine Reise nach Lampedusa empfohlen, was ich eine sehr interessante Bemerkung fand in diesem Zusammenhang. Und dann habe ich noch gesehen, Sie haben eine Resolution, die Sie mit unterstützen, die aber auch von sehr prominenten Filmemachern auch schon unterstützt wird. Michael Haneke zum Beispiel, Juliette Binoche, viele andere. Eine Resolution, die sich an die europäische Flüchtlingspolitik wendet und sie kritisiert. Und die wollen Sie heute Abend auch noch mal deutlich machen, oder? Ich habe, ich sage fast die Ehre, für über 5000 Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, europäische Filmemacherinnen und Filmemacher, die einen Appell zusammengebracht haben, der sich an Politikerinnen und Politiker in Europa wendet, mit einer ganz zentralen Forderung, und zwar: Gebt diesen Menschen eine Chance, sicher Europa zu erlangen, und nehmt sie als Menschen ernst. Und wesentlich präziser kann man es nicht sagen. For a thousand lives heißt der Be Human, ne? Das findet man auch im For Internet. For a thousand lives, Be Human, also für ist diese Initiative. Und ich bin sehr froh, dass Sie gemeinsam mit den wichtigen Filmen in Europa von Festival zu Festival reist und ihre Forderungen hörbar macht. Und die wird heute Abend auch noch mal zu hören sein, vor oder nach dem Film? Nach dem Film vermutlich. Vor dem Film werde ich sie verlesen. Ja. Und nach dem Film werde ich mich unserem Publikum stellen. 19.30 Uhr geht es los, also in ziemlich genau einer Stunde, die internationale Premiere von Lampedusa im Winter im internationalen Wettbewerb hier bei DOC Leipzig. Und morgen auch noch mal zu sehen, 13 Uhr, hier im CineStar.
Jakob Rossmann. Ja. Ich danke vielmals und ich hoffe, wir können etwas zu einem offenen und menschlichen Europa beitragen. Vielen Dank. Der Regisseur Jakob Rossmann hier bei MDR Figaro.